So, dann sind wir wieder zurück und wo uns jetzt unser Powerman fehlt, wenn wir die natürlich die Formation ändern, denn statt seiner muss jetzt Jack an die zweite Stelle. Denn Luke muss auf der äußersten bleiben. So, hier kommt natürlich die ganze Zeit in einer Tour diese dämlichen Gegner. Naja, gut, scheint zu klappen. Und wie ihr noch von vorhin wisst, so kurz ist der Weg hier raus gar nicht mal. Und da kommen auch gar nicht so wenig Gegner unterwegs. Also inklusive der Random-Gegner, die immer kommen, kommen auch noch Wachen angerannt. Oh! Oh! Idiot, sei vorsichtig! Ist er gewählt, um dieses Land wieder aufzubauen. Ich kann dich nicht einfach sterben lassen. Oder Odessa wird wirklich böse sein, wenn ich sie wiedersehe. Dort oben. Jack. Geh und vollfülle Odessas Traum schnell. Bleib am Leben, Flick. Es ist noch ein bisschen früh, Odessa wiederzusehen. Unsere Reunion kann warten, bis ich ein besserer Mann geworden bin. Oh ja. Wo ist Jack? Oh, er ist vorausgegangen. Nun können wir bis aufs Innerste unseres Herzens kämpfen. Ja, zu schade, dass ich an deiner Seite kämpfen muss. Jack ist diesen Weg gekommen. Wir müssen den Imperator rächen. Lass uns loslegen, Star Dragon Sword. Du weißt mit Sicherheit, wie man Menschen behandelt. Beim Namen von Schwert Odessa, ich werde euch nicht passieren lassen. So, jetzt können wir schon wieder einen aus der Reihe rücken lassen. Oh ne, doch nicht. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt noch weiter latschen. Quasi mit unserem letzten verbleibenden Main-Charakter Luke. Schau, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen! Das Imperium ist vernichtet. Wir haben es geschafft, Sylvina! Kirkis! Ja, eigentlich bist du noch gar nicht draußen, Kirkis, na, aber egal. Es hat am Ende geendet, Master Jack! Unser Imperium wurde zerstört. Look! Schau, Tenga, wir haben gewonnen. Wir haben das Imperium zerschlagen. Autsch, autsch. Zieh nicht so an mir rum. Oh, sorry. Black wurde gerecht. Ist vorbei. Hey, alter Mann. Bist du nicht glücklich? Bist du nicht glücklich darüber, dass sie alles noch gesehen zu haben, bevor du den Löffel schmeißt? Hör auf, mich alter Mann zu nennen! Master Liokan, diese Stimmen, haben wir gewonnen? Ja, eindeutig.
Ich kann sehen, Master Liu Kang. Ich hasse Krieg. Ich habe immer gefühlt, das Leben eines anzunehmen, aus welchem Grund auch immer, ist falsch. Und jetzt bin ich ein militärischer Strategist geworden und habe so viele Leben genommen. Habe ich das Richtige gemacht? Vielleicht hätte ich einfach in diesem Dorf bleiben sollen, fischen, in meinen idealen Momenten, bis mein Tod kam. Bis mein Tod, ja, gekommen wäre. Master Matthew, die Antwort auf diese Frage ist... Bist du jetzt eingeschlafen, Master Matthew? So magst du in Frieden ruhen. Du hast so viel in deinem Leben erreicht. So, und jetzt bleibt mir nicht stehen, Spiel. Alte Discs bleiben ja gerne mal stehen. Aber nein. So, das Spiel ist vorbei. Und ihr könnt jetzt das Schicksal von jedem einzelnen Stern hier nachlesen. Da werde ich meine Schnauze behalten. So schnell komme ich sowieso nicht mit dem Lesen mit. Ihr könnt Pause machen, wenn ihr ja, weiterschauen wollt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Recht herzlich für diesen langen Walkthrough und die Leute, die Geduld hatten, über 2 Jahre hinweg dabei zuzuschauen und mal zu warten, längere Zeitspanne lang. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich denke, das war mein letztes RPG. Wobei, man soll niemals nie sagen. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Bleibt immer sauber. Bleibt immer bei eurer Sache. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Euer die Shepherd Eddie 2. Oh, und dann möchte ich natürlich auch noch meinen ganzen Mitspielern danken, die ich am Anfang hatte. Der Marlene, dem Scheinspark, der Bratwurst, dem Ali und dem kleinen Jonas, der gar nicht mehr so klein ist, und ja, und so weiter und so fort. Natürlich auch Kai und meinem Lutschkopf, der hier zum Schluss alles mitgemacht hat. Ja, wie gesagt, alles in allem, ich danke allen, die zugeschaut haben, allen, die mitgemacht haben. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Projekten und auch im Leben und auf dann.
Mm-hmm.